Ein einziger Russe trägt anderen Russe durch Kälte. Machen jeden Freitag, Samstag und Sonntag, um stark zu bleiben. Wir sind unterwegs mit 100 km/h bei Schnee in Russland, Leningrad, Wahnsinn. Oh, ich mache so, Auto machen so, Unfall. Wir haben da links einen blauen Wagen gesehen, wir halten hier rechts an. Oh, okay, und da steht noch einer. Oh Gott, okay, der ist komplett in das Rasthaus reingedonnert. Halleluja. Also, erster Schritt, wie wir wissen, Notruf. Privet, ich brauche Notruf, hallo, ist da jemand? Nein, kein Netz. Eieieiei, so ein Netz, da ist sie. Was machen wir da? Aussteigen. Also, wenn du anderen helfen möchtest, musst du in erster Hinsicht an deine eigene Sicherheit denken. Ja, natürlich. Das glaube ich. Wir machen hier schon mal auf. Feuerlöscher, Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten. Wir sollen jetzt irgendwie versuchen, die zu erreichen. Aber wie? Wir haben kein Netz. Wir checken erstmal kurz die Lage da hinten, bei dem Wagen. Da ist so ein Golf. Voll hier in das Häusle gekracht. Hallo? Zwei Insassen. Komme ich da hin? Ne, alles versperrt. Da kommen wir gar nicht hin. Relativ alter Mann. Alter, okay. Wir checken mal die Lage bei dem blauen Wagen. Alter, dass die hier in Russland mit 100 km/h fetzen. Wenn eigentlich hier alles schneebedeckt ist. Das ist hier ganz normal, ne? Ganz easy. Das machen die jeden Tag. Die fahren so. So, Moment. Wir müssen jetzt kurz gucken. Okay, wir sind drüben. Gut. Also, hier ist ein Smartphone. Hat das Netz? Tatsächlich. Na dann. Hallo. Ihr habt mir ein Auto so gemacht und kaputt. Können Sie helfen? Ja, Krankenwagen kommt, okay. Jo, geben Sie mir Anweisungen, finde ich gut. So, den Motor aus, Zündung aus. Jo, kein Kurzschluss, das ist eine gute Idee. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Nee. Alles andere ist hier nicht möglich. Wir sollen die Unfallstelle absichern. Ja. Als ob das die Russen davon abhält, hier mit 200 zu brettern. Nee, ich sag's euch. Ja, un momento, por favor. Okay. Gut. Schnell zum anderen Wagen. Beziehungsweise zu meinem Wagen. Warndreieck, habe ich gehört. Ich würde das erstmal für den Wagen auf der Straße aufstellen, weil hier brauchen wir ja keins auf dem Rastplatz. So, Achtung! Fahren langsam machen, bitte! Oh! Oh! So, stell's auf! So, hoffentlich fahren die jetzt langsamer hier. Gut, jetzt sollen wir den Motor im anderen Wagen noch abstellen, aber wie? Das ist hier die Frage. Machen wir mal dazu, du, bevor es dann einschneit, du. So, schnell! Wir müssen das Ding irgendwie aufkriegen, würde ich sagen. Bretter aus dem Weg räumen. Ja, Leute, ihr habt Sachen vor, ne? Was, wenn ich mich selber einsperre? Was, wenn das ganze Ding einbricht und dann bin ich weg vom Fenster? Alles eingeklemmt hier. Irgendwie an die Tür, ne? Hier, starker russischer Mann, kriegt das schon hin. Mach ein bisschen Bretter zur Seite, ist kein Problem, ne? Hier Nummer 1, Nummer 2. Ja, no problemo. Hier. Ich habe einen Wodka getrunken, damit lässt sich besser Bretter wegräumen. Hallo. Autozündung aus. Dabei. Ich überprüfe Igor Mischkin, okay? Natürlich. Also, hallo? Ist da jemand? Nee, der reagiert schon mal nicht. Sicherheitsgurt lösen, Kopf nach hinten. Dann hören wir mal, ob der atmet, der Gute. Ja, er atmet. Sehr gut. Top. Ja, übrigens, weil einer von euch gefragt hat, man sollte nie versuchen, was? Fensterschalter. Oh, das ist gut. Man sollte nie versuchen. Hä, ich habe jetzt gerade das Fenster runter gemacht. Obwohl die Zündung aus ist. Okay, das Spiel hat ein paar Fehlerchen, aber es macht ja nichts. Nichtsdestotrotz sollte man im echten Leben auch nie versuchen, das ist wichtig, die. Hallo? Mischkin, Lesia, Igorovna, die Leute aus dem Auto zu ziehen. Hallo, können Sie mich hören? Sicherheitsgurt lösen, Atemwege freimachen.
Okay, jetzt hören wir mal, ob die noch atmet. Ja, alles gut, sie atmet. Auch keine schweren Verletzungen von dem, was ich hier sehen kann zumindest. Also die beiden sind auf jeden Fall soweit am Leben. Okay, gut. Wir lassen den Rest erstmal so. Wir müssen jetzt zum anderen Unfallopfer, da die den Status prüfen. Wir haben auch unten links so eine Leiste, wie ihr sehen könnt, ne? Dem Mann da geht scheinbar besser als der Dame. Und der anderen Person, ja, das müssen wir jetzt feststellen. Ah, die Russen hier, ne? 200 auf Autobahn bei Schnee ist kein Problem. Ich fahre normalerweise in Schlaf. 200 auf Schnee ist kein Problem. So, checken wir mal kurz. Hallo? Hören Sie mich? Keine Reaktion. Atemwege freimachen. Oh, der hat da eine Platzwunde. Aber schaut gut aus. Okay. Ja, okay. Gut. Genau einen Standort feststellen. Dann müssen wir wahrscheinlich zurück in unseren Wagen, ne? Okay. Top. Machen wir hier zu, ne? Damit schön warm drin bleibt. So. Okay, schnell zu unserem Wagen. GPS. Navi an und dann schauen wir mal, wo wir sind. Dann hoffen wir mal, dass die russische Polizei und die Ambulanza herkommt und die Sache in die Hand nimmt. Aber wir müssen eh dann noch den Unfallhergang aufklären. So, Navi, checken wir mal. Oh ja, russisch. No problem. So, okay. Straßennamen und Entfernungen soll man im echten Leben benutzen, weil GPS ungenau sein kann, steht da. Okay, alle werden stabil. Ich soll einem dem Fahrer einen Verband auf den Kopf legen. Okay, verstehe. Und ich soll die Unfallopfer vor der Kälte schützen. Ist kein Problem. Das heißt wahrscheinlich Fenster zu oder Türen zu, keine Ahnung. Erste Hilfekasten. Komm schnell. Kann ich denen helfen? Wahrscheinlich Fenster wieder hoch, ne? Fenster hoch. So, Tür zu. Okay, erledigt. Sonst noch was? Das ist halt die Frage, ne? Ich glaube sonst hier nichts mehr. Ich glaube es zumindest. Wir gehen mal kurz zu dem anderen. Checken da die Lage. Müssen auch gucken, dass wir den verarzten. So. Und natürlich, ne, wie gesagt, so ein Warndreieck stellt man nicht auf in die Mitte der Fahrbahn, sondern normalerweise an den Straßenrand. Aber gut. Ist wie es ist. Oh, herausziehen sogar. Okay. Kollege, wo bist du? Oh, da. Ist aber nicht so gut. Naja, okay. Sollte man normalerweise nicht tun, by the way. So, Wunde verbinden. Ja, ja. In ihr Auto. Kollege! Alter! Jetzt muss ich über die Straße laufen. Kollege, mach mal langsam. Ich habe eine Patruschka hier. Ich muss ihn rüberbringen. Ich weiß nicht, was machen hier bei Kälte. Alles kaputt. Oh, der Dame geht's nicht gut. Schaut mal unten links. Die ist kurz vorm Abnibbeln. Nicht so gut. Eieieiei. Ich sag euch, Problem. Ein einziger Russe trägt anderen Russe durch Kälte. Wir machen jeden Freitag, Samstag und Sonntag, um stark zu bleiben. Oh, Kollege. Schnell, komm in mein Auto, Patruschka. Eieiei. Okay, hier. Ich habe meine Beifahrertür verschlossen. Ich bin ja einer. Hier. Hier rein mit dir, Kollege. Ich mache ihn zu. Upp, erledigt. Kollege, ich brauche Hilfe. Ja, ich warte auf Hilfe. No problemo. Ich steige ein. Ich hoffe, ich habe genug Wodkaflaschen im Kofferraum. Ne? Für die Polizei und für den Rettungsdienst dann. Ah, es kommt nur Rettungsdienst. Boah, der hier, Schnee trifft. Easy. Okay, Unfallursache feststellen. Kein Problem. Okay, wir sammeln mal Hinweise. Zuallererst fangen wir hier an. Hier, glaube ich, gibt es nichts weiter. Reifenspuren, klar, wahrscheinlich hat er versucht zu bremsen. Igor tritt auf Bremse, alle vier Räder blockieren. Hast du keinen ABS, Kollege? Das ist schlecht.
hat hier Boom gemacht, ne? Ja. Woher wohl? Rastplatz, ja klar. Und kracht mit seinem Auto in einen Rastplatz. Okay, das wird wahrscheinlich an erster, zweiter oder dritter Stelle passiert sein, je nachdem, wer zuerst hier Problem gemacht hat. So viel dazu. Also, mehr gibt es, glaube ich, von dem Wagen eh nicht. Wir gehen mal zurück. Kollege, kümmerst du dich um Rest? Die Polizei. Oh, top. Vielen Dank. Oh, hier, lauter Spuren. Bremsspuren. Vadim verliert beim Spurwechsel Kontrolle über Auto. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Heißt, er ist hier auf die linke Spur. Und hier hat es gescheppert, Leute. Ich sag's euch. Igor Mischkin schafft es, das in Schleudern geratene Auto zu kontrollieren und auf den Parkplatz zu fahren. Hier sind die zusammengedonnert. Vadim kollidiert mit Mischkins Auto. Bremsspuren, ja, okay. Ein Pickup dreht sich, ja, das ist der da. Der ist dann in den Baum geknallt. Ich. Kollege, was machst du? Kannst du nicht Auto fahren? Was ist passiert? Kannst du nicht aufpassen, ne? Kollege. Voll in den Baum geknallt. Leute, Leute von heute. Und die russische Polizei ist da. Hallo. Privet. Alles fit. Okay, wir kümmern uns jetzt mal um den Fall. Also. Okay, also ist es scheinbar so. Vadim verliert die Kontrolle. Vadim kollidiert. Dann dreht sich der Pickup. Dann schafft es Igor, das Auto zu kontrollieren. Dann tritt er auf die Bremse. Und dann kracht er in den Rastplatz. Okay, verstehe. Gut, dann war es so. Aber gut, wir haben es geschafft. Igor Mischkin. Obwohl Igor nach dem Aufprall auf den Rastplatz das Bewusstsein verlor, erlitt er sonst keine ernsten Verletzungen. Die Sanitäter konnten ihn auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbeleben. Am nächsten Tag konnte er wieder das Krankenhaus verlassen. Ja, das ist doch gut. Der gute Igor. Der Dame ging schlechter, glaube ich, der Beifahrerin, ne? Wir schauen mal. Lesia Igorovna Mischkin. Während des Unfalls erlitt Lesia nur geringfügige Verletzungen. Leider verlief ihre Genesung aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und ihrer insgesamt schlechten gesundheitlichen Verfassung langsam und problematisch. Mit der Unterstützung ihres Mannes und ihrer Kinder verließ sie aber nach einigen Monaten das Krankenhaus. Okay, ja, immerhin. Ist ja auch eine gute Neuigkeit. Vadim. Vadims Kopfverletzung war nicht die schwerwiegendste Bedrohung für sein Leben. Die Kollision mit dem Baum zerdrückte mehrere seiner Rippen. Seine Menge inneren Verletzungen verursachte, einschließlich einer durchbohrten Lunge. Oh, die Verletzungen konnten zwar im Krankenhaus behandelt und operiert werden, aber durch die lange Genesungszeit musste Vadim sein Geschäft schließen. Oh, Badruschka, das ist echt schade. Naja, kann man jetzt nichts dran ändern, ne? Wie scheint, ist aber Vadim derjenige gewesen, der für das Schleudern verantwortlich war. Warum genau? Vielleicht eine überhöhte Geschwindigkeit, so wie ich das hier sehe. Fahren alle zu schnell. Aber gut, wir haben es geschafft, Leute. Ich würde sagen, der Fall ist abgeschlossen. Wie man sieht, ist das Spiel nicht ganz perfekt. Vor allem in den Details, also mit dem Warndreieck aufstellen und allem drum und dran. Aber wir haben es gepackt und können den Fall hier ad acta legen. Ersthelfer Oleg Ignatiev. Hä? Sieht man, März 2021 und das Telefon hier schon wieder. Leute von heute. Hallo, wie läuft die Arbeit? Unsere unschätzbare Amy hat 3 weitere Fälle abgeschlossen. Sie liegen bereits auf deinem Schreibtisch, Mark. Ja, toll, danke. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.